So, hallöchen Leute, zurück zu Pokémon. Fluffluff und Amaldo haben bald die Tiefen der Schicksalsschlucht erreicht. Mal schauen, was wir dort finden. Fortfahren, ja. Schicksalsschlucht Tiefen, U1. Und Fluffluff pennt direkt ein. Guten Morgen! Und was haben wir denn da? Kokowai. Killes. So, geklärt. Ein Köderort. Viel Geld. Oh, so viel Geld. Ich bin geldgeil. Nee, eigentlich nicht. Aber Fluffluff ist so reich. Und das ganze Geld wird zu Benny und Caleb gehen. Ah, geil, Lomatico. So, aber erst müssen wir hier uns noch durchkämpfen. Aber vor dem Boss des Dungeons habe ich keine Angst. Ich habe so viele Belebersamen. Oh, wo kommen die ganzen Sackgassen her? Oh oh, Samenbomben sind gefährlich. Okay, Amaldo lebt wieder. Ein bisschen heilen, so. Das sind ganz schön gefährliche Gegner hier. Lass das noch ein Belebersamen sein. Ein Chaossamen, auch gut, auch gut. Chaossamen sind auch ganz gut gegen Bosse. U2. Eine Arena-Beere. Ja, wir gehen hier lang. Mein Gespür sagt mir, dass hier was ist. Ein Bluebella zum Beispiel. Wow. Hätte uns fast wieder gekillt. Ich versuche mich so ein bisschen zu heilen. Okay, jetzt geht's. Dem Kokowai gehen wir jetzt aus dem Weg. Gut. Und noch mehr Geld. 2359 Poké-Dollar. Oh. Damit kann ich mir aber nette Sachen kaufen. Oh nein, da ist Kokowai. Kill ihn. Kill ihn. Gut, good job. Und auch Blanas wurde gekillt. U3. Schon wieder. Aber den können wir gemeinsam killen. Oh yeah. Oh, what the? Jetzt hätte mich fast so ein Staralli gekillt. Ich setze mal ein bisschen Einnigler ein. Genau. So. Noch ein Belebersamen. Oh, das muss ich auch mit deinem Safe-Stat sichern. Aua. Nee, hier sind Sackgassen. Nee, da muss es weitergehen. Und da ist auch ein kleiner Weg. Und da ist die Treppe. Weit kann es nicht mehr sein. U4. Noch ein Apfel. Und Bluebella. Tschüss. Und wieder ein Kokowai. Oh fuck. Okay, Kokowai ist erledigt. Mal gucken, ob wir Blanas K.O. kriegen. Jo. Und Fluffluff erreicht Level 19. Ja, Level auf. Das wollen wir auch sichern mit einem Safe State. Das wäre nämlich echt scheiße, hier von neu zu machen, wenn wir jetzt irgendwo failen. Da ist die Treppe. Wir könnten es geschafft haben. Nein, auch U5 müssen wir durchmachen.
Männe, ich will weiter. Wow. Da machen wir einen richtig krassen Trip. Eine Sinelbeere. Monsterraum! Fuck! Okay, okay, okay. Erstarrorb! Einsetzen! So, hier sind alle erstarrt. Los, killt sie alle! Tod! Ich bring euch tot! Oh yeah! Das werdet ihr nicht überleben. Oh Gott. Noch so einer. Amaldo, tu auch was. Ein Rotgummi? Alter, was sind hier alles für Fallen? Der Magen knurrt. Boah, das ist aber Gemetzel hier. Ihr müsst euch jetzt hier richtig so fetz Stimmen, Sounds hören an. Boah, Benny, du. Vorstellen, will ich natürlich sagen. So richtig fetzen und Blutspritzen und so. So, jetzt essen wir einen Apfel. Wir haben sie alle gekillt, ey, boah. Alle gemeuchelt, das gibt's doch nicht. Nicht normal, was hier geschieht. Und ich glaube, ich trinke noch einen Top-Elixier. Weil sonst meine Fundattacke ausgeht. Boah. Seht ihr, so ein Erstarrorb ist eigentlich ganz gut. Sollte man immer dabei haben. U6. Stopper-Orb. Was macht das denn? Versteinert alle Gegner. Also auch. Gleiches Prinzip. Cool. Oh, oh. Ach, das war doof. Ich habe mich doof bewegt. Ich habe mich sehr doof bewegt, muss ich sagen. Naja, egal. So. Schicksalsschluchtgrube. Ist dies? Dies ist anscheinend der tiefste Teil des Dungeons. Mach dich bereit und sei auf der Hut. Du kannst nie wissen, was dich erwartet. Oh, dort ist eine Tür. Brennende Fackeln rundherum. Meister, gibt es auch hier einen bestimmten Trick, um die Tür zu öffnen? Du hast wirklich viel dazugelernt, Junior. Ich denke schon. Diese Fackeln müssen der Schlüssel zum Mechanismus sein, der die Tür öffnet. Darüber hinaus ist dies ein sehr verbreiteter Mechanismus. Was müssen wir tun? Das ist einfach. Wenn wir alle Fackeln löschen, wird sich die Tür öffnen. Sieh mal. Hier kommt Aquaknarre. Hua. Hua. Und hua. Sehr gut. Die Tür sollte sich jetzt öffnen. Huch, Meister, die Tür öffnet sich aber nicht. Warum nur nicht? What the? Aua. Mein armer Rücken. Meister, ist alles in Ordnung? Ja. Wie geht es dir, Junior? Mir geht es gut. Oh, das ist was zum Grübeln. Anscheinend sind wir in eine Grube gefallen. Grube? Das ist es also? Dieses Loch? Hey, Meister. Was ist denn? Diese Fackeln. Sie sind wohl nicht dazu da, die Tür zu öffnen, oder? In Wahrheit haben sie die Falltür geöffnet. Das war eine Art Falle. Falle? Aber auch, wenn es wirklich eine Falle war. Hier ist es so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Sieht fast so aus, als seien wir in schwierige Situation geraten. Was für Geräusche sind das? Hey, ich höre etwas. Als ob etwas näher kommen würde. Wie kannst du so ruhig bleiben? Ich bin nicht ruhig. Ich bin unglaublich aufgeregt. Oh.
Heilige Scheiße! Wo sind wir? Das ist ein Monsterraum! Oh, da sind sie! Geilo, geben wir unser Bestes! Machen wir das nicht immer! Sei niemals unvorbereitet, wenn es brenzlig wird, Junior! Oh yeah! Monsterraum! Stopper Orb, Einsatz! Eine magische Kraft verhindert es. Fuck! Okay. Wir können keine Orbs hier einsetzen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Wow, jetzt greift bloß nicht Fluffluff an. Okay, wir setzen eine Singelbeere ein. Wieder voll aufgefüllt. Wow. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wen ich jetzt eigentlich killen soll. Okay, Amaldo hat so eine Art Beschützer drin. Oh, jetzt können wir auch ein paar Sinelbeer-Belebersamen opfern. Okay, den haben wir gekillt. Okay. Dann killen wir... Ja, wen killen wir hier alles? Killen wir den. Warum steckt das fehl? Ach komm. So, jetzt ist er down. Ja, Amaldo hat so Beschützer drin. Der kann uns beschützen. Wenn wir drohen, K.O. zu gehen. Jetzt braucht er mal du aber eine Sinelbeere. Sinelbeere haben wir da. Amaldo. Okay. Immer diese Fehl. Das stinkt. Ist unversehrt, ey. Das gibt's doch nicht. Probieren wir einfach mal Imitator ein. Fehl. Alter, können wir den nicht killen oder was? Amaldo braucht wieder... Alter, warum setze ich eigentlich nicht Gesang ein? Ach, ich bin ja dumm. Die haben ja Schlaflos-Status im Moment drin. Okay, Amaldo, du kriegst noch eine Sinelbeere. Ich suche gerade. So. So, jetzt ist er aber auch eher tot. Okay, jetzt killen wir den hier. Ach komm, immer diese Fehl. So, jetzt braucht Amaldo wieder eine Sinelbeere. So, Lepumentas ist auch kaputt. So, jetzt greif mir noch dich an. Ja, aber dafür musst du näher kommen. Ach komm, jetzt kill ihn. Imitator. Fehl, fehl, fehl. Ey, was soll der Quatsch? Also langsam ist das ein bisschen scheiße. Da haben wir noch eine Sinelbeere. Die bekommst du, Amaldo.
So. Oh, jetzt müssen wir den aber langsam killen hier. Geht doch. Meine Fresse, das war ein Kampf. Puh, die haben mir gerade so abgewehrt. Sieh mal, da drüben kann ich ein Licht sehen. Jo, das ist ein großes Licht. Sehen wir uns das mal an. Das sieht cool aus. Wow! Hey Meister, wir sind draußen. Anscheinend gelangt man diesen Ort, wenn man die Schlucht verlässt. Bei den Felsen und Steinen. Ich erkenne da verwitterte Säulen und etwas wie eine steinerne Mauer aussieht. Sag bloß, kann das wirklich? Oh, Meister! Schau, da drüben! Wow, ich kann dort in der Ferne schemenhafte Ruinen sehen. Ich wusste es. Das hier ist eine uralte Stadt, die von der Zeit begraben wurde oder so ähnlich. Hey, Meister! Ich wette, dort drüben gibt es eine Menge Schätze. Schnell, wir müssen dorthin. Ich bin so aufgeregt. Oh, wartet. Nidoking, habe ich dich endlich gefunden, Amaldo. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder. Was hast du gerade gesagt? Ach du Scheiße, wer kommt noch hier alles? Oh, Papa, Mama und alle anderen. Geht es dir gut, Fluffeluff? Bist du unverletzt? Mir geht es gut, Mama. Wieso fragst du? Freunde, Freunde, was habt ihr denn alle? Fluffeluff, hör gut zu. Dass der Pokémon neben dir Fluffeluff ist, das ist ein Ganove. Was? Ein Ganove? Ein Bösewicht, das ist es, was dieses Pokémon ist. Meister, soll ein Bösewicht sein? Ganz genau. Dieser Amaldo, er ist ein Pokémon, dem wir schon eine ganze Weile auf den Fersen sind. Um diesen Amaldo endlich zu stellen, bin ich hierher gekommen. Nidoking sagt die Wahrheit. Amaldo ist ein Ganove der Kategorie B. Wir haben bereits die ganze Region nach ihm abgesucht. Nachdem wir von Nidoking seinen Aufenthaltsort erfahren haben, sind wir hierher geeilt. Das. Also gut. Lass den Kleinen laufen, Amaldo. Das ist eine Lüge. Es kann nicht wahr sein. Keine Angst, Kleiner. Alles wird gut. Ein Kind hier mit hineinzuziehen. Du bist wirklich abscheulich. Nein, ich habe ihn darum gebeten. Und Meister ist kein böses Pokémon. Gut, bringen wir es zu Ende. Stopp, bitte, hört mich an. Mach schon, beweg dich. Boah, was ist das? Der Erdbeben, er wackelt. Wow! Alter, was geht hier ab? Boah, Gefahr. Halt! Aufhören, Junior! Was? Ich bitte dich, hör bitte auf. Meister! Wenn du Nidoking und Magneson Schaden zufügst, dann wirst du auch zu einem Ganoven. Und was wirst du dann machen, hm? Also hör bitte auf damit. Aber Meister ist kein böses Pokémon. Ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich das weiß. Oberwachtmeister Magneson. Auf ein Wort. Ich werde nicht versuchen zu fliehen. Das verspreche ich. Verstanden. Es tut mir leid, Junior. Es ist genau wie Nidoking gesagt hat. Ich bin ein Ganove. Ich bin ein Bösewicht. Das ist nicht wahr! Hör mir zu, Junior. Ich bin ein Ganove. Deswegen haben sie die ganze Region nach mir abgesucht. Um meiner Festnahme zu entgehen, bin ich gelaufen. Und dann habe ich mich im Trübwald ausgeruht. Ich habe mir das Gerücht über den Trübwald ausgedacht. Das Gerücht, demzufolge tief im Dunkeln ein furchterliches Monster hausen soll. So hatte ich im Wald meine Ruhe und hoffte, nie erwischt zu werden. Und mit der Zeit habe ich mich im Trübwald eingerichtet. Ich wollte dir eigentlich bereits früher die Wahrheit sagen, nur habe ich es nicht fertiggebracht. Das tut mir leid. Meister! Wie dem auch sei, ich bin ein Bösewicht. Aber du bist anders. Deswegen kannst du nicht bei mir bleiben. Aber, hatten wir nicht eine Menge Spaß miteinander? Ich wollte noch viel von dir über das Erkunden lernen. Wenn der Meister nun verschwindet, was soll ich dann machen? Junior, hat dir das Erkunden Spaß gemacht?
Ja, sehr. Dann werde mir zu Ehren ein großer Erkunder. Sei nicht so dumm wie ich. Du besitzt ein Naturtalent für Erkundungen. Daher solltest du dein Bestes geben, um ein unglaublicher Erkunder zu werden. Tu es für mich. Meister. Es ist an der Zeit. Geh nicht. Junior, ich habe es wirklich genossen, mit dir während der ganzen Zeit auf Erkundungen zu gehen. Es war mir klar, dass die Gefahr besteht, auf diese Art gefasst zu werden. Aber trotz des Risikos bin ich mit dir auf Erkundungen gegangen. Und solange du bei mir warst, hatte ich eine Menge Spaß. Dies war das erste Mal, dass ich es wirklich genossen habe, zu erkunden. Und du hast mir gezeigt, wie viel Spaß man dabei haben kann. Dafür möchte ich dir danken. Oh, Meister, aber ich möchte nicht, dass du gehst. Junior, versuche zu verstehen. Ich muss für die Dinge gerade stehen, die ich getan habe. Aber wenn ich meine Strafe verbüßt habe und ich immer noch so fühle, dann werde ich erneut erkunden. Ich weiß nicht wann, aber wenn dieser Tag kommt, würde ich liebend gerne wieder mit dir auf Erkundungen gehen. Abgemacht! Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Und so geht Amaldo. Meister, Meister! Nimm das hier. Wir sehen uns. Meister! Das letzte, was mir mein Meister gab, das war das Ding, das wir auf unserer ersten gemeinsamen Erkundung gefunden hatten. Jener Abwehrglobus. Verstehe. Du hast also schon als Kind mit dem Erkunden angefangen. Ja, deswegen ist dieser Abwehrglobus mein Grundstein. Und was passierte denn mit deinem Meistergildenmeister? Seid ihr danach wieder zusammen auf Erkundungen gegangen? Oh, er hat noch eine Menge erlebt. Es hat so schon seinen Grund, dass er mein einziger Meister ist. Aber heben wir uns diese Geschichte lieber für ein andermal auf. Heute bin ich dafür zu erschöpft. Weißt du, immer wenn ich diesen Abwehrglobus betrachte, denke ich an ihn. Das ist der Grundstein meiner Karriere als Erkunder. Und sicherlich gibt es eine Menge Ganoven in dieser Welt. Sie werden gefangen und bestraft, aber wirklich böse Pokémon, die existieren gar nicht. So, das war die Bonus-Episode Wundersamer Fluffeluff, die Vorgeschichte von Gildenmeister Knuddeluff. Eine schöne Geschichte, finde ich. Und ja, die Credits müssen wir ja jetzt nicht eigentlich sehen. Ich werde hier einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wo wir mit den Abenteuern von Benny und Caleb weitermachen. Bis dann!